Hallo, hier ist Jordina aus dem Cabo de Gata diesmal und ich bin in einem Ort, der ziemlich nett ist und ich wollte das kurz vorstellen. In dem Fall ist es kein Luxushotel, wir sind in einem Glamping tatsächlich, aber ich dachte, ich stelle es euch kurz vor, weil der Platz ist unglaublich schön und ihr weißt schon, ich liebe Cabo de Gata, deswegen ich zeige euch ganz kurz, wie gut Cabo de Gata ist und wie nett ist, wo ich jetzt gerade eben bin, obwohl ein Glamping oder Camping ist. Also, wenn ihr schon ein paar Videos von mir gesehen habt, ihr weißt schon, ich liebe Cabo de Gata. Also, ich komme aus Barcelona. Cabo de Gata ist in Almería, also in Südspanien, in Andalusien. Und wenn du mir Costa Brava wegtust, ich würde direkt hier nach Cabo de Gata gehen. Warum? Cabo de Gata ist es unglaublich schön, weil es ein Naturschutzgebiet. Das heißt, du bist rund um die Natur und die Strände. In die Nacht, man kann die Sterne sehen, unter dem Tag, man hört nichts. Es ist einfach wunderschön, ist eigentlich ideal für Campers und es gibt auch ein paar Hotels und auch ein paar Campings. Genau, und wo wir jetzt sind, das ist in einem Camping, also wir sind unterwegs mit unserer VW California und wir machen eine Runde durch Andalusien und wir sind jetzt in einem Camping, die ganz nett ist, eine Kette hier in Spanien, die heißt WeCamp. Und die haben ein paar Campings rund um Spanien, 6 oder 7 Stück. Und die sind ganz nett, weil der Stil ist ein bisschen dieser Hipster-Style, eco-friendly, Sustainability. Sind nicht klein, also nicht so groß. Die haben zum Beispiel einen Pool mit 3 Pools, aber keine Rutsche und so weiter. Und dann gibt es einen Supermarkt. Dann gibt es einen Innenraum, wo man ein bisschen spielen kann. Dann gibt es einen Spielplatz, wo meine Kinder jetzt gerade eben spielen. Also alles ziemlich überschaubar. Man hat die Option wie wir, dass man direkt in einer Parzelle ist. Und das ist die günstigste Variante. Wir zahlen aktuell 40 Euro für unseren VW-Bus und da übernachten wir. Aber dann es gibt zwei andere Optionen. Also einer wäre diese Option hier. Das ist eine Art von Haus oder Bungalow mit einer Toilette drinnen und ganz, ganz nett und schön dekoriert. Die sind teurer, also ich denke, das geht los ab 200 Euro oder 100 etwa. Und dann gibt es noch eine bessere Option, das sind die Containers, die richtig, richtig schön sind. Die kosten ein bisschen mehr und das Schöne ist, aber wie alles dekoriert ist, wie alles schön gemacht ist mit Holz. Wie gesagt, dieses Boutique-Hotel-Hipster-Style. Die Publikum ist, würde ich sagen, eher junge Familien, also gut, was heißt junge, inzwischen 30 und 50 Jahre alt Leute mit Familien, aber gibt es auch Leute ohne Kinder. Wir sind jetzt aktuell in Ferien, deswegen sind so viele Kinder. Ich bin mir sicher, außerhalb der Ferien ist es nicht so, aber ist alles sehr, sehr ruhig. Den Bar zum Beispiel, es gibt ein Restaurant-Bar, die auch nicht so groß ist. Man kann dort Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Es ist wie ein Club sozusagen, also relativ luxuriös, aber trotzdem ein Camping, wo keine hohen Gebäude sind und ganz nett gebaut ist. Die Natur rundum dran ist spektakulär. Die Strand direkt am Camping, ganz, ganz schön. Und wie gesagt, Cabo de Gata kann ich nur empfehlen. Das ist ein Traumort in Südspanien. Eigentlich am ruhigsten Ort in Südspanien, der Rest ist ziemlich gebaut. Und übrigens, nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr meinen Content mag. Also ich mache Content über Reisetipps, über Hotels. Das ist eine Ausnahme, dass ich über ein Camping rede. Also bitte abonnieren, liken oder teilen mein Video, wenn ihr das cool findet. Vielen Dank und bis mein nächstes Video. Ciao, ciao, take care.